Hey ihr Sahneschnitten und willkommen zu Tag 6 unseres besten und vermutlich letzten Wipes in Arc 1. Mir und meinem Tribe ist heute nach Urlaub zumute. Wir haben die letzten 5 Tage damit verbracht, unseren Fjordo-Server leer zu raiden und die Ziele werden weniger. Als kleine Abwechslung sind wir daher heute mal ganz klassisch auf der Island zu Gast. Beim Scouten ist uns eine Fob vor der Hunter-Cave aufgefallen. Hier herrscht eine festgefahrene Situation. Ein Tribe, der gerne dort rein möchte und ein anderer Tribe, der das verhindern will. Das klingt ganz danach, als bräuchten sie einen dritten Tribe, wie uns zum Beispiel, der sich dort einmischt. Heimlich packen wir also unsere 7 Sachen ein und bauen eine Fob direkt hinter den Angreifern, um ihren Platz zu übernehmen. Und wollen dann mal schauen, was uns an Gegenwehr erwartet. Wir wollen unsere Dominanz weiter ausbauen und jede Base dem Erdboden gleich machen. Ein Like und ein Abo wäre wie immer zuckersüß von euch. Viel Spaß mit Tag 6. Let's go! Santix hat gesagt, wir formen hier. Santix hat auch die Turrets mit dem Gesicht getankt. Also ist die Frage, wie ist die Kompetenz auf dieser Seite? Die Kompetenz? Oh Gott. Wow. Ich würde mir Hardcore. Siehst du, da krieg ich sogar einen Lacher von aus dem Hinteren von Santix. Das ist kein Lachen, das ist ein Weinen, aber okay. Ja, weil so gottlos lustig war. Ich würde mal hier nochmal ein bisschen Bäume abbauen. Ah. Wir müssen gleich mal gucken, dass die Bäume vor uns noch wegkommen. Ja, eben. Vor allem diese scheiß Wurzelkackbäume da. So, I would be ready. Rechts den Wurzelbaum würde ich noch fühlen, wenn wir den noch wegmachen und den Stein vor mir vielleicht, weil das mit zwei Stegos hier auf diesem schmalen Ding jetzt hier laufen, ist glaube ich scheiße, oder? Ich gehe mal da links von dir runter. Ups. Geht's eigentlich los, oder? Ja, ja es I geht guess los. So. Ja, Benny tankt. Benny, ich hätte auch gern Yuti Buff. Ja, warte, ich muss Yuti eben rauswisseln. Hallo Yuti. Warum? Mit weh, ne? Die haben es gesehen. Da komm, einmal deep gehen und dann stehen bleiben. Wir sind nicht pre-netted, Apfel, denk daran. Mach erst die Tape. Okay, mich zerreißt es, mich zerreißt es. Jetzt geht's. Block ist auf Hälfte. Weg. Ich stehe gut. Mana kommt, glaube ich, der gerade. Ja. Ich switch mal einmal Flak schon mal durch, dass ich ein volles Setup vergleich. Und halt uns jetzt bei deinem Stream. Was ihr Bescheid wisst. Nice, du bist down. Die Sektor ist dann nicht leer. Ja. Kurz so direkt für die Bubble gehen irgendwie oder? Weil die Tech-Turrets hören gleich auf zu schießen. Ich geh schon mal Spam clear. Ein bisschen. Nächstes Tech. Ne, ist Lag. Das ist leer, Santix. Die netten, die, ich weiß schon. Ah. Komm, mich auch noch. Danke. Die wollten neue Tech-Turrets placen. You boys can have this, you fucking nerd. We're not even prepared for it. Go ahead. Ja, die haben das andere Fort schon aufgehoben, die machen Abgang. Ja, die geben schon auf, die geben auf, haben sie gerade im Voice Chat gecallt. Die beiden Tech Turrets links schießen wieder. 30k Force Field. Ich bin genetzt. Ja, die schießen halt nicht auf uns, wir sind zu weit weg. Ich bin im Mesh. 10k. Ja, jetzt ist meine Flak richtig down. Warte, nice. Durch. Ist der Jenny? Steht da. Mit dem Vault wahrscheinlich, oder? Nee, nee. Ein mit der Foundation einfach. Down. Down. Alles down? Soll ich rüber Travel Mac holen? Ja. Na, dann mach ich das. Ich denke, hier oben kann ich aber nicht nachspammen, ne? Das wird wahrscheinlich alles geblockt werden, ne? Ja. Foundies direkt vor den Eingang kriegen wir nicht hin, oder nein, wie? Die haben da. Also, eher früher oder später. Also, die fahrten da vor. Aber hatten die Gegner doch, oder nicht? Ja, ja, aber die haben halt gegen gespammt. Ich konnte halt nicht replacen bei Wreckage. Hm. So, Benny, wie sieht es aus mit Dinos? Da können wir. Und dann Yalla. Hol den Dino ja. Und dann, Vollgas. Ich hab mal motivierende 3 Rockets mit. Was für Geschlecht hast du? Male. Dann wollen wir nicht zu dritt am besten machen? Ich hab schon Bier drin, also
Ja. Was sollen wir nicht machen? Ja, dann travel kurz durchs Bett oder so. Also, nee, mehr, also, ich glaube, du blockst dich halt eh. Nee, leg die 17 Grubbles mal weg. Ja, ja. Also, ich meine, wenn die in der Zeit würde ich das auch noch schaffen, ne? Bis dein Bier gone ist. Ja, dann. Jetzt lauf rein. Ja. Ja. Also wenn wir das gleich nochmal machen, dann ist die Wolde einfach gone. Ich will halt jetzt reinrennen. Ich hab... Wenn Flak schon damaged ist. Warte, mach rein. Warte. Er blockt mich. Ja. Geht direkt weiter. Ich geh raus, hab keine Rockets mehr. Die paar Crowns danach sind auch weg. Müssen deep gehen können jetzt mit Foundies. Keine Foundies so, mehr hier drin. Die haben so 600 Bullets, 300 Shards in den Turrets. Ja, das wird wahrscheinlich hier vorne nicht allzu viel sein. Das kann natürlich auch sein. Wir brauchen halt C4 da vorne, da ist ein Jenny direkt um die Ecke. Ja, der blockt schon nichts. Also der kann nichts mehr blazen, der Jenny. Das kommt ja whatever. Einfach Foundations, scheiß auf den Jenny erstmal. Ich hätte halt gerne, der mich irgendwie ein bisschen covert. Ja, also die Turrets würden halt ausgehen dann. Die da stehen. Wo stehen da Turrets? Ja, direkt in dem Gang danach. Deswegen. Ja, die haben safe dahinter einen Jenny, 100%. Ja, völlig schreilaut, ne? Das, dahinter haben wir einen Jenny. Ja, einer place weiter unten, aber kommt noch nicht. Mach mal die Heavies da weg. Heavies sind gone. Achtung. Steht nur noch ein Tech-Turret? Wir müssen jetzt aber wieder runnen, die nächsten. Geht da nicht für die Turrets, das lohnt sich nicht. Ja, es gibt trotzdem gepowert, alles gut. Man bekommt da easy den Jenny, der alles powert. Ich war auch schon dran, aber wurde halt weggegrappelt von dem Typen. Ja, wir können da gleich nochmal gemeinsam reingehen. Ja, von mir aus können wir. Willst du vorlaufen? Ich weiß nicht ganz genau, wo der steht. Da liegt gerade ein bisschen ein Stego im Weg. Wir haben ein Stego im Weg. Unser Stego, ja, aber. Eine Gallon. Oh. Ja, nice. Das ist natürlich jetzt unlucky. Hätte auch ein Megalo, ne? Alter. Ah. Super Netze, Jungs. Kann man nicht den Megalo netten? Ja, ah, wir okay, wollen doch gerade Rocket Run, wir sind gebufft. Ja, die haben den Jenny da hinten jetzt gewollt, dropped und haben da auch Rocket noch mehr Turrets. Ja. Aber können euch doch mit dem Megalo kicken. Über dem Dach oder nicht? Wir haben nochmal 6 Heavies kaputt gemacht oder sowas. Ja, wer hättest du das nicht gemacht, könnte ich den Jenny droppen, weil jetzt wird's Wreckage. Ich habe jetzt noch übel lang gelebt. Ich das? Weiß ich nicht. Sandex wird's nochmal versuchen, dann schieße ich keine Rockets. Die Frage ist, wie ich das hinmache, dass wenn ich mitrenne. Aber ich kann auch einfach nur blöd im Kreis rennen und woanders Rockets. Ich verstehe nicht so ganz, warum ich überhaupt so viel Zeit hatte, weil ich hatte eigentlich einen Megalo neben mir, da hat aber nichts gemacht. Du war mega ja, auf ich bin durch den ganzen Raum durchgerannt, während du das gesagt hast. Also aber ich denke, wir gehen einfach für Turrets. Wo steht da der Jenny denn? Ja, wenn du runterdroppst, rechts, im Eck gewollt droppt. Vorher war dann noch nicht gewollt droppt. Dann hab ich da aber kein Wreckage gemacht. Im Plessen hat ganz viele Turrets. Ja, umso besser. Vielleicht nehme ich an. Aber mal weg. Alle auf einem Double Drop. Let's go. Ich glaub, ich hab sie. Hab keine Rockets mehr, ich muss wieder raus. Plant-wise. Er hat gerade Plant Wise geplaced beim Rausgehen. Frage ist direkt nochmal. Jetzt müssen wir eventuell in den Gang reinspringen, weil da vorne Wise liegen. Mal Frage wäre, ob wir sagen, wir laufen hier mit einem Tappe rein. Ja, oder halt Mammut, ne? Ja, und machen hier die. Ja. Erstmal die Tech Turrets kaputt. Ja, ja, ja. Dann können wir in den Raum rein. Hat er sich selbst mit einer Rakete gerade erschossen? Nein, sein Mate ist mit Tüler vorhin gelaufen und hat eine Rakete in den Tüler geschossen. Alter, was bauen die denn da auf, Junge? Wie viele Tech-Turrets on ground? Ja. Smart. Ach, das Einzige, was halt richtig abfuckt. 1, 2, 3. Ich
habe. Ja, mach ein Lied. Nein, eins ist im Bauen wieder. Ja, mach aber ein Lied. Andrew, können wir auch noch eins nehmen. Ja, wenn er halt gar nichts schießt, dann klebt auch noch was an. Lass aber, ja, ist ja die Frage, ob gar nichts schießt, so. Ja, wenn wir dann sehen. Ja, sind sie, ja, hier, viel Spaß. Auf die Nase. Affe, hol du mal einen Rack schon mal. Hab ich. Wer setzt sich auf den Stego Tech Rifle? Da vorne stehen halt Safe Plans. Also wer 100 pro. Hast du einen Rifle? Ja. Ja, jetzt würde ich mich eher links halten. Und über die ersten Tech Turrets drüber springen. Jetzt kannst du. Hör mal auf zu schießen, Apfel. Perfekt. Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich halt Apfel einfach, ne? Also die Schüsse auf Apfel, die hier C4 geblaut haben. Ja, wahrscheinlich. Du musst halt genau die Schüsse. Mach mal einfach ein C4 da dran. Ich dachte, Apfel muss raus. Ist dran. Am Andrew? Ja. Ich fand nichts auf mich. Ist ein Heavy. Ist kaputt. Okay, gegangen. Hier unten sind einige Tech, die schießen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen und dann nochmal reinrunnen. Probier mal bitte rechts. Allein, dass der First Try hier rausgeht, aber du kannst dich wahrscheinlich nicht an dem Stego vorbei bewegen. Dein Stego blockt. Ja, dein Stego blockt. Ja. Nein, dein Stego blockt. Warte mal, die schießen ab. Moment, irgendwann muss Apfelstego wegmoven. Ah, lustig. Ich hab den Cryon. Gato, ich kann den Cryon Rex nehmen. Ich hab einen Cryo. Also, der sollte auf Mate Boost. Ja, der sollte hier hinten den Mate Boost. Nein, wir kommen hier nicht durch. Ich schmeiß den hier hinten raus nochmal. Ja, du kannst ihn doch hier einfach ins Eck stellen, no? Kommt ja doch locker durch. Ja, dann kann Apfel sich hier nicht bewegen. Du müsstest doch locker Mate Boost durch die Wand kriegen, oder nicht? Weiß ich nicht. Lass mich mal tiefer reingehen erst, wenn ich kann. Aua. Ja, aber es geht, auf jeden Fall, 100%. Warte, Apfel. Wenn jetzt hier noch Platz wäre, wenn hier nicht schon wieder ein halber Zoo steht. Dass ich richtig stehe. So, jetzt. Ah, hast allerdings keinen Mate-Bus gerade. Oh. Aber ready vorne und ready. Die sind ready mit Netgun. Ah. Machen die. Bitte nicht blocken jetzt da vorne im Gang. Oh, was haben wir erwischt? 2 Heavies. Also ich habe die Dinger halt voll kack in die Tech-Nets reingehauen. 4 Heavies. Gott hat 4 Heavies erwischt. Dann sind die aber nicht dadurch dead, oder? Also die Tech-Turrets nicht instant. Nee, nicht vorne. Nee, du brauchst halt nur 2 oder so. Und bei Rockets brauchst du halt 4. Oh, ich hab sie so halbwegs nebeneinander geworfen irgendwie. Kann ich? Jojo. Ja, geil. GG. Ich hab nur eine einzige rausbekommen. Ich hab alle drei geworfen. Bin super rumgeleckt. Ein Tech-Turret habt ihr, ein Heavy. Guten Tag, Affe. Also ich hab ein Heavy, Santex hat Heavy, Benny hat Heavy, Benny hat nochmal Heavy und Santex hat dann nochmal Heavy und nochmal Turret. Das hat die komplett getrollt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Turrets. Ist das nicht ein Wild Play, die zu Turret cappen? Ich kann wahrscheinlich alles abräumen. Ich mach wieder vor. Jo, Alter, du hängst mit Dino halt auch in jedem bisschen. Hier würdest du gleich mal den Gang bis in der Räume. Ich hänge jedes Mal in den scheiß Viechern fest. Tot. Ich brauch wieder alle drei rausbekommen. Wurde gegrabbt. Ja, Benny, du hast 3 Tech Turrets erwischt. Ne, 2 Tech Turrets, 1 Heavy. Ich hab 3 Heavies erwischt. Ja, das ist. Hab auf jeden Fall viel angehittet. Also, die Tech Turrets sahen ziemlich broken aus. Wir haben Drive Score, aber wenn wir da morgen Sachen tun wollen, würde ich lieber gucken, dass wir da zügig reinkommen, als dass wir mehr Drive Score farmen. If you know what I mean. Bin wieder rausgelaufen. Hier darf eigentlich kein Heavy mehr schießen. Nein, hier, also der Raum sollte gleich fallen. Die replacen auch nicht mehr. Da brauchen wir nicht mehr mit Rex was machen. Da rennen wir jetzt noch dreimal mit Dino rein und dann ist das Ding durch. Einfach Rockets schießen, da schießt kein Heavy mehr oben. Ja, schieß halt Rockets von mir aus auch. Wenn die jetzt hier wegpushen, scheißegal. Also legit. Das können wir einfach komplett ignorieren. Wenn es weg ist, ist es weg. Oh. Also,
Menge dafür, die Foundies, solange es die Foundies nicht sind. Ja, die Foundation Control bringt denen jetzt auch nichts mehr. Eben. Oh, warum bremst du? Wer bremst, verliert. Ich hab dich gewartet. Die sagten ja, das haben Heavy Stacker. Die sind jetzt ja aufgeteilt, ne? Ich glaube eins noch im Eck. Könnte alles gone sein. Ja. Einer run. Nee. Hab ihn. Ja, hab mit drauf geschossen. Megalos kommen, Kaki ist nicht da. Megalo hat Bock auf Apfel. Kite den Megalo einfach raus, Apfel. Gut. Irgendein Heavy schießt noch. Ich hab keine Rockets mehr. Ich muss raus. Ja, ich hab auch keine Rockets mehr und ich bin in Event Y. Ja, hier ist leider gerade Apfels Desmo. Pfeift den Desmo mal raus von Apfel. Der steht genau an der Tür. Ein Heavy gerade noch. Ich hab auf alle Fälle ein, zwei Tactics auch schon da abgeholt. Einer bitte konstant gegenplacen jetzt da mit Plant Wild. Kein Bock, dass die da uns jetzt die ganze Zeit gegenrunnen. Auch wenn es egal ist, dass das weg kann, aber einfach nur, damit die da reinstacken. Penny weg, Turrets off. Nice. Nice. Also, ja, du da stehst ja eben im Giga drin, ne? Ja. Das ist keine Wall, oder? Das ist... Also, die nächsten Turrets. So. Ich hab keine andere Wall. Okay. Whatever. Also, wir müssen gucken, wo die Foundations sind. Irgendwo haben die eine beschissene Foundation schon wieder. Wir können oben nichts replacen. I mean, das geht halt auch straight quasi im Kreis, ne? Also. Ach, kaputt, Apfel. Possible? Aber würde mich wundern, dass es so krass ist. What? Kann man ein Leichenstück rausziehen? Warte, ich hab keine Grabber on me. Digga, diese eine Mesh-Wände sind echt ekelig. Habt ihr die Leiche von Apfel? Nein, ich hab keine Grabbles. Welche ist es? Unter mir, irgendwo. Ist das denn die Leiche? Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, die werden sie hier nicht wegholen. Lass mich mal das Heavy, das Tech wegmachen. Jetzt kannst du ja. Maybe einfach reinschießen. Ich also hab grad hier den ganzen, zwei Heavies und zwei Techs da drin beseitigt. Darf wir ernsthaft den ganzen Raum hier nicht weiter vorpushen dürfen? Ja, wegen der Kurve. Die Kurve macht halt nicht nur 90 Grad, die macht halt irgendwie einen 110 Grad oder so. Da wird die Kurve blocken, wir müssen durch die Kurve durch. Ja, das, was da steht, können wir gleich einmal mit der Dino wegmachen. Ja, oder? Wir gehen da gleich einfach mit drei Dinos rein und nehmen wieder Tech-Granaten mit. Dahinter Gun kommt halt die Wall, also die ersten zwei kannst du halt machen, danach da, kommt die Wall, also maybe da, müssen da wir kommt keine zur Wall durchrennen. Ne? Dann eine Mini-Wall kommt da. Also da stehen vier Grounds und dann kommt eine Mini-Wall. Oh, kannst buffen. Warte, bei mir bist du nackt. Ist das... Ja, ja, ich stehe da drauf. Ich bin da so ein Typ für. Ah, ich glaube, ich habe ein paar Dingens aufgeweckt. Die Heavies müssten eigentlich gone sein. Maybe. Ne, also da hinten ist noch eins. Bin wieder raus. Es müsste auch gone sein. Ich habe die Hintersten auf jeden Fall erwischt. Ja, 12 HP. Muss kurz drehende Sachen erledigen. Also, mach kurz mehr. Lass mich gerade einen Stegos breeden. Ja, natürlich. Ist da mit. Noch was? Ist da noch was an Tech Turrets, Apfel? Terry hier vorne wäre jetzt gleich nicht blöd, wenn wir das vielleicht mal leer räumen und hier vorne hinstellen. Ich kann die ganze Zeit die Typen da immer wieder rausgrabben, aber hier ist halt niemand, der sie umbringt. Ich räume das mal leer, bring das hoch, das Zeug und. Also du kannst einfach von oben runter rocketen. Nix run, einfach nur die Foundations wegmachen. Ja, ja. Ich hab zwei Rockets halt auch nur auf mir. Lol, Kato. Lol. Joa. Hat er sich da hochgegrabt oder was? Der war vorbeigelaufen. Ja, hab ich nicht gesehen. Wo ist der jetzt? Vor allem, was heißt an mir? Ich steh doch vorne mit zwei Terichs drin. Was für an mir vorbeigelaufen? Wir sind beide tot. Wir haben C4 trapped auf die Terries. Ja, lass uns versuchen, die rauszuwisseln.
Aber ich würde ganz gerne den Megalo noch eben töten, der auf 3K ist hier drin. Also, ja, den Velody. Bin gegrabt. Ach, das Tier hat ihn gebumst. Oh mein Gott! Kauf! Weg damit. Oh, ich stelle die Teris hier an die Ecke oder so, ne? Rocket Run! Die haben Teri gepoppt. Wo sind... Ah ne, sind unsere, lol. Der Rocket Run rennt durch. Ich habe nichts. Ich bin tot. Ich bug einfach nur da runter. Ah, Rocket raus. Leben da jetzt noch Megalos oder sind die tot? Megalos müssen alle tot sein. Hast du von welchen Zahn bleibst du fertig? Elf im Ferrisino. Ah, ich hab auch Schwäche. Great. Nee. Na gut, ne, was heißt hier bebauen? Also sobald du ein bisschen was stehen hast, wir können ja jetzt hier unten wieder, also könnt ihr ruhig, ja, hier unten. Also ein bisschen was steht jetzt halt so, aber ich, ja, sag mal so, passt. Mit unserer Flak wirst du das trotzdem runnen können, ne? Ja, wir werden da nichts hinstellen, was du nicht, also nicht hinten nichts hinstellen können, was du nicht runnen kannst, theoretisch. Oder Gravel Glitchen. Oder Gravel Glitchen, also irgendwie werden die das immer wegkriegen. Gut. Wir haben neues Heavy aufgestellt. Wir soaken halt jetzt hier ein bisschen. So. Soaken die nur Tags? Ja, nee, nur Heavies. Dann mach ich mal von den Player. Hab ich teilweise. Oh, go, go, go. Ah, perfekt. Wir haben Plant Y gepaced. Und ich viel auf. Ah, Plant Y ist ziemlich viel Boosting. Ach man, das nervt. Ich hab zumindest doch das Heavy noch abgeräumt. Also gerade ist seine Defense, er schießt Rockets auf uns. Töte mal deinen ganzen Kids hier nur. Guter Typ. Ja, dann let's go. Kommt hoch. Wollt ihr, wenn ihr alle hinter mir seid? Ich bin noch stark jetzt im ja. Main. Ja. Ich glaube, es wurde gerade was geplaced. Jetzt, ja. Let's go. Ich hab den Rocket raus. Ich auch. Let's go! Rock. So rein in den Ring. Vor allem links beide. Heavy, 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 heavy. Ja. Heavy, heavy. Pillar, double door frame, pillar, pillar, pillar. Heavy, heavy, jetzt double door frame. 2-3 mal Krabbeck. Trophy Wall Mount. 2-3 mal Krabbeck glitschen. Air Velo. Double door frame. Gato geht einkaufen. Ich hätte gerne einmal. So. Oh, Buff. Ja. Lauf mal wieder mit Freuden als erstes oder als zweites. Boah, der Shadow Man steht richtig scheiße, Alter. Jetzt. Ist gleich durch, warte. 16 Sekunden. Ja. So. Kann weiter gehen. Ich bin auch schon fast an die Wall gekommen. Ich hab einen Rocket raus. Lol, ich saß dahinter schon in der Crafting Area drin. Ja, ich hab grad, ich hätte fast eine zweite rausbekommen, sogar weil ich nichts mehr auf mich geschossen hat. Ja, ich bin drin. Let's go. Ich bin drin. Warte. Und hat keine Rockets ich mehr. Ich hab den TP abgeräumt. Nice. Hast du. Dann hab ich den Anita sitzt auf dem Sonntag, Steiner. Ja, ich weiß, ich will ihn nur wegstellen. Hallo. Alter! Ich hab reingetan! Eine Kuh von der Ameise. Ich hab reingetan! Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, ist das ich hab schwanger. Halt. Ach Gott. Ich hol mich kurz noch eine Rocket. Ah ne, sind unten noch Rockets? Keine Ahnung, ja, ich hol ein bisschen Met. Hier im Shadow Main. Apfel. Perfekt. Nimm. Alter Junge. Aber schnell. Teambeschuss ist an bei Beauty Apfel, Alter. Sag ich, bist du da? Ja. Beauty Buff? I'm ready. Immer noch Beauty Buff? Ja, ach so, muss irgendjemand mal machen dann auch. Alter, oder was? Sag den Namen. Ja! Lauft.
Wartet unten nochmal kurz. Ja. Ready. Go. Ja, go. Ich glaube, die zweite habe ich nicht rausbekommen. Wir müssen jetzt gleich hart rechts rein einmal. Ja. Ja, jetzt einfach noch zweimal nach rechts, dann ist die Wall halt gone so. Hab eine neue Rifle. Nice. Ist der Typ tot? Ja, Typ ist tot. Ja, dann Guard Rifle mit. Rifle mit. Waffe zu dritt, einfach, oder zu zweit. Wenigstens Shadow Stack hätte man mitbringen können. Kannst du mir callen, wenn der kommt? Ja, so halb halt. Viel zu spät, oder? Ja, schon nicht so aus, als ich da nice. Bumm! Ich glaube, wir können das einfach, ja. Ihr seid hinter mir? Ja. Ja. Ja, entweil. Bin in die Ecke gekommen. Ich hab die Ecke erreicht. Nach 40 Mal zurückbuggen. Ah, du hast einiges kaputt gemacht. Killer, Heavy. Mantix hat auch ein Heavy erwischt. Ja, jetzt machen wir das noch 2-3 Mal und das ist scheiß weg, so. Ja, könnt. Achso, Anlauf. Achso, ich dachte, du wolltest auf den da drauf. 10 Sekunden, UT. Chill. Also, ich bin unten. Bin da. Go. Ich hab eine Rocket rausbekommen. Nochmal die Ecke vorne, Kacke erwischt. Noch eine Rocket, ich hab 2 Rockets rausbekommen. Das ist gut, du hast geplatzt. Ja, come on. Also, bin hinten in der Cave drin. Wait. Ja. Die Frage ist, was bringt mir das? Nee, natürlich nicht. Fangen wir an mit Betten da rein zu jeden. Oder wir fangen an mit Betten zu jeden. Der hat Desmo! Ah. Ah, er hat mich! Guck, dass du stirbst. Wobei, der wird nicht cagen. Er wird nicht cagen. Ah! Tschüss! Komm einfach raus, no, bring die aber, lass die aber töten. Ja. Dass wir schneller wieder jeden können. Oh Gott, hier sind Sarkos. Ja, Flak aus. Und let's go. Wichser. Und du kannst, Antex? Alter, ich hab by the way den Drehpil wirklich abgeräumt. Ich hab meine Seite gekriegt. Ich bin auch. Durchfighten, Benny, wir haben das. Okay, ich lebe noch. Natürlich, jetzt habe ich nichts mitgenommen. Ich hab Betten. Ich habe aber 1 HP. Mit 1 HP mache ich 12. Hier kommt keine Tür mehr. Fragezeichen. Ne, hier kommt keine Tür mehr. Aber gleich ein Desmo wahrscheinlich. Pass auf, da unten sind Krokodile im Wasser, ne? Aber da hinten müsstest du placen können. Ich gammel jetzt halt hier eine Viertelstunde so, bis ich HP hab. Ich bin gib, halt mir, HP. Gib mir. Schnell, bevor der kommt. Ist der überhaupt da? Bett. Kannst mir auch gleich eine der Rockets noch geben, bevor du dich da mit 4 reingietest. Ich hab dir 2 hier. Wo bist du denn jetzt gestorben? Ich war hinterm Ripley. Also. Betten stehen. Mit was machen wir uns jetzt ready? Stego Tech-Rex. Ich hab Tech-Rex. Ich mach ihn schnell wieder weg, bevor er mich findet. Oh, Essen ist da. Muss kurz. Nee, gibt's nicht. Der Drake. Stopp, Apfel. Also, wenn nicht geht, etwas fein. Aber. Down. Der Wall. Das ist noch ganz links von euch. Jetzt ist doch jetzt weg, oder? Ich wollte es weg. Okay. Wir brauchen ja eigentlich. Ja, oder so. Oder irgendwann eine Waffe.
Willst du mit irgendeiner Waffe reinkommen, Santex? Den Katscher wegbekommen. Was ist 20 Grad? Ja, genau. Okay. Hier ausgelaufen. Hab dich gegrabt. Oh ne, wenn theoretisch, Santex, wenn du nach vorne stehst, kannst du uns ein Bier irgendwo hinpacken, was wir pullen können, dann kann Abfall einfach hier drin spawnen. Warum machst du das Heavy nicht kaputt, Benny? Ja, ich hab gedacht, ich hab das schon. Ich hab gesagt, hier die Buff. Ich warte, Bier die Buff ab. Kann ich locker, weil derzeit saufen. Maybe ist auch bis dahin aber leer. Aber wenn ich da ohne Bier die Buff hinlaufe, bin ich aber der. Also. Mit Bier die Buff. Third gone. Hör auf, Apfel. Genau, hör auf, Apfel. Wir sollten Item Cages checken. Wir sollten unsere Kids erstmal hier rausholen. Ja, also Kids ja, aber halt auch deren. Ja, also Kids Spaß. Und Armor priorisiert erstmal looten. Ja, ich würde PPs und so erstmal gucken, ob da noch ja, was da kann's. Ist. Der Applicator ist echt ein bisschen Stuff drin. Blueprints? Nee. Wahrscheinlich kein Metal. Enttäuschend schnell gelootet hier unten. Ja, da ist ja nichts gewesen. Ja, ja. Klar. Gespawnt. Ja, eine beziehungsweise ein Apfel, wo halt die ganzen Dedis kaputt gegangen sind. Ja, sorry. Apfel ist schuld. Ja. Können wir so festhalten. Irgendwie schauen die Vaults gar nicht so gut aus. Ist da ganz zu viel mehr übrig oder was? Warum? Weil hier gerocketet wird. So, ja, ah. Also ich werde gleich essen so. Und mich dann eigentlich ins Videoschnitt nebenbei setzen. Mir nur ein paar Dinos noch dazu rauskaufen. Ja. Der Rest lebt ja noch. Nicht, dass wir wärst du für irgendwas Siedriges dann zu haben trotzdem? Ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt in der nächsten halben Stunde was findest. Ja, nee, in der nächsten halben Stunde wird noch niemand suchen. Ja, also später dann ja, wobei. Kommt auf Sietiger an, I guess. Aber ich werde auf jeden Fall, also ich werde mehr oder weniger Power schnimmen. Wir suchen unter Wasser für Gato. Genau. Dann sage ich blub blub, help me, I'm under the water und geschlafen. Ja, also wenn ich jetzt hier so durchgehe, ich habe ein, zwei gefunden, die haben irgendwie 28. Einer hat 21, aber ansonsten haben die alle irgendwas mit 30 plus.